So, wir sind gerade angekommen. Evelyn schaut sich das Bad an. Sehr schön hier. Ordentlich, alles sauber. In dieser Frühstückspension auf dem Campingplatz. Mit Blick auf den Schafberg. Und die Drachenwand, das ist die Drachenwand da gleich. Und das ist die Evelyn, die freut sich, dass sie so ein schönes Zimmer hat am See. Und jetzt platziere ich gleich erstmal das Auto. Eine erste kleine Eingewöhnungsrunde auf dem Mondsee. Es bahnt sich aber ein Wetterwechsel an und da wollen wir nicht so weit raus. Und dann haben wir heute auch schon ja 600 Kilometer auf dem Buckel mit dem Auto und da wollen wir es mal nicht übertreiben. Evelyn. Thank you.
So, Evelyn macht alles reisefertig. Wir müssen noch unsere ganzen Sachen verstauen. Und dann geht es von unserer Unterkunft in Richtung Südspitze. Des Mondsees gleich erreicht, müssen erstmal eine Pause machen. Dort hinten ist die Drachenwand, wo wir hergekommen sind. Hier sind nur wir und sonst keiner, weil man kommt vom Wasser am besten hier rein. Das Tor ist zu. Evelyn daddelt. Noch circa anderthalb Stunden, dann sind wir zu Hause. Evelyn hat gesagt, wir paddeln bis nach Hause. Also machen wir es nur wie die Enten, nur paddeln, paddeln, paddeln. Thank you.
Sie gehen ab in die Pfanne. Oh, die hat jetzt noch mehr. Oh, nee, noch viel. Oh Gott. Knack, knack, knack. Knack, 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 knack. Und rein geht's in den Biergarten. So, nachdem wir nur gestern zu Fuß in St. Wolfgang waren, geht es heute mit dem Boot weiter.